Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen bei einer neuen Folge EverQuest-Geschichte. Die Erweiterung Blood of Lucklin erscheint im Dezember und bevor wir wahrscheinlich wieder über die Turmportale auf den Mond reisen können, möchte ich euch einen Eindruck davon vermitteln, was uns erwarten könnte. Wir beschäftigen uns also mit der Vergangenheit. Es geht um Geschichte. Und Geschichte war schon zu meiner Schulzeit, trotz mäßiger Noten, mein Lieblingsfach. Wir blicken zurück auf die Zeit vor der Explosion des Mondes, die im Jahr 5961 alles veränderte. Das war übrigens kurz vor dem Erscheinen von EverQuest 2. Was wir damals ab Tag 1 am Himmel von EverQuest 2 gesehen haben, war bereits vor 9 Jahren Ingame-Zeitrechnung passiert. Ich werde mit dieser und den weiteren Folgen über alle bekannten Gebiete und Bewohner des damals intakten Mondes berichten und versuche durch möglichst detaillierte Recherche so viel Hintergrundinformationen wie irgendwie möglich bereitzustellen. In dieser Folge beginnen wir mit dem auf der östlichen dunklen Seite des Mondes liegenden Grimling Forest und den angrenzenden Acrylia Caverns. Der Grimling Forest. Der Grimling Forest war kein gewöhnlicher Wald, wie man ihn sich auf Nora vorstellt. Was hierzulande Bäume in einer häufigen und dichten Ansammlung per Definition zum Wald machen, ist im Grimling Forest durch unzählige große, hochaufragende Pilze erreicht worden. Der Wald lag südlich am Fuß der Tenebrose Mountains, ebenfalls auf der dunklen Seite des Mondes. Ein großer Fluss strömte von den Bergen im Norden aus durch den Wald bis in den Süden in das Hollow Shade Moor. Diese beiden Gebiete werde ich natürlich auch in einer der späteren Folgen noch thematisieren. Am westlichen Waldrand befand sich ein Höhlensystem, was in die Acrylia Caverns führte und das einst von den Vashir kontrolliert wurde. Und dort entdeckten die Keraner zum ersten Mal Acrylia, ein Metall, das sie so sehr faszinierte, dass sie es beim Bau ihrer Stadt Charval und der Herstellung vieler anderer Dinge verwenden konnten. Ihre unendliche Gier ließ sie immer weiter und immer tiefer danach graben, bis sie eines Tages die in den Tiefen isoliert lebenden Grimlinge aus dem Untergrund freilegten und ihnen den Zugang in die Oberwelt ermöglichten. Die Grimlinge waren eine primitive, böse Gesellschaft kleiner, menschenartiger Wesen. Nach der Freilegung durch die Vashir strömten sie schnell aus den Höhlen in ein Land, was ihnen bis dahin völlig unbekannt war. Es dauerte trotzdem nicht lange, bis sie fast jeden Zentimeter des Waldes bewohnten. Die Vashir hielten einen militärischen Außenposten im Südosten des Waldes. Von dort aus entsandten sie regelmäßig Trupps gegen die Horden der Grimlinge in Richtung des Höhlensystems, um das für sie dringend benötigte Acrylia zu sammeln. Die Grimlinge mochten zwar dürr und schwach erscheinen, aber sie griffen in Rudeln an und waren gerade dadurch äußerst gefährlich und nicht zu unterschätzen. Im Wald gab es aber auch andere seltsame Kreaturen, mit denen man zu kämpfen hatte. Eulenbären lauerten in der gesamten Region, ebenso wie die Schallwölfe, die eigentlich häufig in den Tenebrose Mountains zu sehen waren. Außerdem fanden sich dort einige Banden von Schmugglern, die ihre Lager im Wald aufschlugen und oft die Schwächen der im Wald Verlorenen nutzten oder einfach nur diejenigen überfielen, die den Angriffen der Grimlinge oder Wölfe nur knapp entkommen waren. Die Acrylia Caverns. Die Acrylia Caverns sind ein Ort, um den ständig gekämpft wird. Sein Eingang liegt am westlichen Rand des Grimling Forest. Acrylia, der marmorähnliche phosphorisierende Fels, der hier von den Vashir entdeckt wurde, ermöglichte es ihnen, ihre aufwendige Heimatstadt Charval zu bauen. Nicht lange nach ihrer Ankunft auf dem Mond entdeckte ein Schamane mehrere Adern des schönen Erzes und beauftragte eine Ausgrabungsstätte. Ob Gier oder Notwendigkeit, die Suche nach Acrylia führte zu der bereits erwähnten Ausgrabung der Grimlinge. Diese hatten bis dahin vermutlich unterirdisch gelebt, seit die Schattengöttin Lucklin dem gleichnamigen Mond zum ersten Mal mit Leben berührte. Das würde sie zusammen mit den Akeva zu den Ureinwohnern des Mondes machen. Die Grimlinge vertrieben die Vashir aus den Minen, aber das Acrylia war zu wertvoll für die Keraner, um diese komplett aufzugeben. Die Vashir entsandten oft Expeditionen, um trotz der Präsenz unzähliger Grimlinge mehr von diesem wertvollen Material zu sammeln. Außerdem bewahrt dieses Höhlensystem ein großes Geheimnis, dessen sich die Vashir nicht bewusst sind. Für einen der ursprünglichen Siedler von Charval, einem heldenhaften Vashir namens Kertisha,
Einer der ersten, die sich auf den Weg machten, Lucklin zu erkunden, ist dies ein rastloser Ort der ewigen Verdammnis geworden. Auf seiner Expedition auf der hellen Seite des Mondes wurde er von den Shi'ar nahe ihrer Schutzzone The Grey gefangen genommen. Die Shi'ar führten viele abscheuliche Experimente an ihm durch, um einen gottähnlichen Meister zu schaffen, der die primitiven Grimmlinge kontrollieren sollte. Damit wollten die Shi'ar sich diesen zum Ärgernis gewordenen Kleinmenschen vom Hals halten. Leider ist eines dieser Experimente entgegen der Erwartungen schrecklich schiefgelaufen, bei dem Katishar und seine Peiniger vermeintlich starben. Alle erhaltenen Aufzeichnungen des Vorfalls wurden durch kaiserliche Anordnung der Shi'ar versiegelt und es steht geschrieben, dass jede weitere Untersuchung des Vorfalls als Verrat angesehen werden würde. Aber in gewisser Weise haben sie trotzdem ihr Ziel erreicht. Der Geist von Katishar, von da an der Verdrehte genannt, lebt seitdem in den Tiefen der Akrylia-Höhlen und regiert von dort aus die Grimmlinge. Die Grimmlinge, die das Gebiet bis in den Grimmling Forest hinein kontrollieren, fürchten seine Vergeltung. Es wäre kaum vorstellbar für sie, was ausgelöst werden würde, wenn Katishar die Wahrheit über sein schreckliches Ende zu Lebzeiten herausfinden würde, das ihm im Tempel der Shi'ar zugefügt wurde. Daher besteht ein Großteil der Grimmling-Legende und Furcht über ihren sogenannten Herrscher aus Unwahrheiten, Lügen, um eine schreckliche Geschichte eines einst großen und berühmten Pionier der Keraner zu vertuschen. Viele der Vashir haben sich oft gefragt, warum die Architektur der Grimmling-Festung in den Akrylia-Höhlen so sehr der von Shaval ähnelte. Sie fanden dafür bisher keine Erklärung.